Hallo und willkommen zu einem neuen Nagelvideo. Heute zeige ich euch coole Nägel wie ein Farblauf. Und wir beginnen einfach. Ich kann euch hier mal ein Beispiel zeigen an meinem Nagel. So sieht es dann am Ende aus. Kommt drauf an, welche Farben ihr nehmt und so. Schritt 1 ist es, euren Nagel mit Klebeband oder mit irgendwas anderes abzukleben. Einfach rundherum alles abkleben. Dann kommt der zweite Schritt. Ihr nehmt euch einen Schwamm und schneidet es so klein. Ungefähr. So, dann geht's weiter. Nehmt ihr euch zwei verschiedene Farben. Ich habe hier einmal ein metallisches Lila und ein Neonpink. Und betupft es. Kommt darauf an, wie groß euer Nagel ist. Deswegen passt halt auf. So, mache ich jetzt das auf. Und unten kommt die helle Farbe und oben kommt dann weiter die andere Farbe. Ich zeige euch das nicht auf meinem Nagel, weil ich schon meine ganzen Nägel lackiert habe. Aber ich zeige euch, ob das ein Papier ist. Das geht ja auch. So, ein bisschen mehr pink. So, ihr müsst jetzt nicht den ganzen Schwamm betupfen, nur so ein bisschen. Dann zeige ich euch das auf kleinem Papier. Da habe ich schon andere Farben drauf gemacht. Tupft ihr es einfach so hin. Einmal tupfen reicht nicht, ihr müsst es so ein bisschen vermischen. So eine Art. Da habe ich noch andere Farben gemacht. Ich finde das irgendwie richtig cool. Da habt ihr auch nochmal so einen anderen Nageldesign hier. Den hier, das ist meine Nummer 3. Ich zeichne euch das jetzt ein. Ich habe dann auch andere gemacht, also mit anderen Farben. So, und dann macht ihr natürlich das Klebeband wieder weg. Und dann, wenn ihr ein bisschen etwas Nagellack doch auf die Haut gekommen ist, weil ihr das nicht sorgfältig gemacht habt, dann könnt ihr euch sowas nehmen, so ein Nail Polish Correcting Pen. Da oben ist dann so eine Spitze. Könnt ihr das sorgfältig so wegmachen. Das habe ich schon gemacht. Das funktioniert mega gut. Und ich hoffe, das Ding hier sind dann noch weitere Patronen drin. Die habe ich schon leider leer gemacht. Aber ja, und da habt ihr einen wunderschönen Armbandnagel. Also, hier sind meine drei Beispiele, die ich für euch gemacht habe. Mit verschiedenen Farben. Auch und ich hoffe, euch hat dieses Video auch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!